Die schwedischen Flaggen im Zentrum von Stockholm, sie wehen auf Halbmast, wenn sie denn überhaupt wehen, am Tag nach der tödlichen Attacke. Mit einem Lastwagen raste ein Attentäter in die belebte Fußgängerzone der Hauptstadt und tötete dabei mindestens 5 Menschen, 15 weitere wurden verletzt. Zuletzt berichteten schwedische Medien, Ermittler hätten Sprengstoff in dem LKW gefunden, die Polizei bestätigte dies zunächst nicht. Unter den Passanten in Stockholm herrschte am Samstagmorgen Fassungslosigkeit. Achso, ja. Es ist schrecklich, am schlimmsten natürlich für die Betroffenen und ihre Familien. Ich denke immer, dass das auch meiner Familie hätte passieren können. Darüber denke ich am meisten nach. Es ist schrecklich, dass es dort passiert, wo wir leben. Yeah, I was there with my friend. We were studying, so we saw people. Ich habe gerade mit einem Freund gelernt und dann sahen wir Leute um ihr Leben rennen. Also haben wir unser Zeug zusammengepackt. Beide haben wir in Schweden nie Menschen derart rennen sehen. Wir haben uns im Keller versteckt. Nie zuvor hatte ich solche Angst, deshalb ja, es ist seltsam. Stockholms Bürgermeisterin Karin Wangard dankte am Samstag allen beteiligten Einsatzkräften für ihre Arbeit. Mein Dank gilt der Polizei, der Feuerwehr, den Krankenhäusern, den Bürgern dieser Stadt, die aufeinander aufgepasst und einander geholfen haben, ihre Wohnungen für andere geöffnet haben, Fremde bei sich haben übernachten lassen. Denn viele Menschen hatten gestern nicht mehr die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Nach dem Anschlag war der öffentliche Fern- und Nahverkehr vorübergehend eingestellt worden. Am Samstagvormittag besuchten die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel den Ort des Anschlags. Dieser sorgte international für Bestürzung. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erfuhr während einer Reise nach Mali von dem Angriff. Wir Deutschen, aber vor allen Dingen auch die Franzosen, erinnern sich an ähnliche Attentate, wo mit einem LKW in Menschenmengen, in diesem Fall in ein Kaufhaus, gefahren wird, um Angst und Schrecken zu versetzen. Ich habe vor wenigen Minuten meinem Freund, dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven, unsere Anteilnahme mitgeteilt. In den sozialen Netzwerken kondolierten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk. Ein Zeichen des Mitgefühls schickte noch am Freitagabend die Stadt Paris um die Welt. Wie schon nach vorangegangenen Anschlägen ließ die Bürgermeisterin die Beleuchtung des Eiffelturms zwischenzeitlich ausschalten.